Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt heute keine Konferenz, zumindest nicht von meiner Seite. In der Videobeschreibung allerdings ist ein Video verlinkt, da gibt es eine Konferenz der Samstagsspiele. Schaut auf jeden Fall gerne rein von einem, ja, mehr oder weniger Kollegen, wenn man das so sagen möchte. Würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's. Bielefeld ist mittlerweile in einem richtigen Stimmungstief angelangt. Nach 7 Spielen hat man jetzt immer noch diese 4 Punkte vom Saisonstart. Leverkusen hier auch klar favorisiert in der Schüco Arena auf der Bielefelder Alm. Und sie starteten stark rein. Baumgartlinger zu Bailey und es dauert gerade mal 11 Minuten. Da führen schon die in Rot gekleideten Gäste. Das war fahrlässig verteidigt. Haben wir von Bielefeld auch zuletzt des Öfteren gesehen. Vor allem das 5:0 vor der Länderspielpause bei Union Berlin. Das war wirklich schon fast besorgniserregend. Knappe halbe Stunde gespielt. Jetzt mal Bielefeld auf dem Weg nach vorne. Cedric Brunner traut sich mit nach vorne. Klos zu Manuel Prietl. Solche Möglichkeiten müssen dann auch schlicht und ergreifend im Tor untergebracht werden. Da ist Lukas Radetzky klar im kurzen Eck, macht sich groß, nichtsdestotrotz darf man den gerne am Tor Wart vorbeibringen. Und Bielefeld lässt sich auch noch auskontern. Unmittelbar vor der Pause das 0:2, was für ein Nackenschlag. Moussa Diaby nutzt mit seiner Schnelligkeit den Platz aus, hat die nötige Ballbehandlung, lässt sich dann von Stefan Ortega nicht mehr aus der Ruhe bringen. Mit 0:2 ging es dann in die Pause. Das war für Arminia Bielefeld doch schon wieder ein hart zu schluckendes Tablettchen. Aber noch 45 Minuten Zeit, das Ganze auszubaden. Knapp 10 Minuten jetzt im zweiten Durchgang gespielt. Weiter Ball rechts außen auf Ritsu Doan. Es war aber doch zu häufig noch zu einfallslos. Häufig verbunden mit ja fast hilflosen Abseits. Stellungen, die immer wieder zustande kamen. Es blieb weiterhin beim 0:2. Leverkusen ließ auch nicht so viel anbrennen, was man unter Peter Boss auch mal anders gesehen hat. 68. Minute. Nochmal die Möglichkeit für Lucas Alario, vielleicht den Mann der Stunde momentan bei Bayer 04 Leverkusen. Dem war heute aber kein Treffer vergönnt. Es blieb am Ende beim 0:2 ein absolut verdientes Resultat. Sicherer Sieg für Leverkusen und Arminia Bielefeld muss endlich mal wieder Punkte holen. Der FC Schalke möchte diese endlose Sieglosserie endlich beenden und das soll ausgerechnet gegen den noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg gelingen. Naja, Wunder gibt es ja immer wieder, Viertelstunde, aber von der Uhr da machte der VfL Wolfsburg hier doch schon deutlich, dass sie hier diesmal mit den 3 Punkten eher liebäugeln als nur mit dem einen so sonst geliebten Auswärtspunkt. Glasner und Schmadtke hatten sich ausgesprochen. Mittlerweile geht man nicht mehr nur auf Unentschieden. Man will gewinnen. Na, das ist doch mal eine Philosophie. Erste Möglichkeit von Schlage, aber von Misserfolg geprägt. Der FC Schalke 04 wagt sich einmal nach vorne und schlägt zu. Benito Raman in der 27. Minute. Gut von Gonzalo Paciencia dort bedient. Unachtsamkeit in der Wolfsburger Defensive. Da kommt Baku zu spät, schläft einen Moment und wird bestraft. Doch der VfL Wolfsburg hielt weiter an seiner guten, positiven Offensivausrichtung fest. Das ist Maximilian Philipp, Wout Weghorst. So schnell ist die Führung dann wieder dahin. Das hatte der FC Schalke 04 des Öfteren. Vor allem zu Hause haben sie sich dann zwar ihre Führungen rausgespielt. Aber es wurde dann am Ende maximal ein 1:1. Hier haben sie es wieder. Keine Chance für Ronno. Nochmal eine Standardsituation vor dem Seitenwechsel von der linken Seite. Maximilian Arnold legt sich das Spielgerät zurecht, verlängert von Philipp auf den zweiten Pfosten. Und John Anthony Brooks kann es selber gar nicht fassen. Zweite Minute der Nachspielzeit. Das Spiel gedreht, weil
Anthony Brooks da am zweiten Pfosten alleine gelassen wird. Stark verlängert von Maximilian Philipp. Ob das so geplant war, sei mal dahingestellt. Aber es führt auf jeden Fall zum Erfolg. Und so war die Führung vom FC Schalke wieder gänzlich dahin. Man lag sogar in Rückstand. Doch es war kein schlechter Auftritt von Schalke 04. Es ging nur in der Defensive manchmal drunter und drüber. Nach vorne sah es gut aus. Bastiano Cipka. Der linke Verteidiger ist aber eben kein Offensivgenie. Das sieht man auch in diesem Abschluss, der gar nicht so schlecht ist, aber von Castells auch gut pariert wird. Stunde von der Uhr. Jetzt wieder der VfL Wolfsburg. Arnold, Maximilian Philipp war wirklich sehr aktiv da vorne. Maximilian Philipp, 1:3. Es wird schwieriger für den FC Schalke 04, hier noch etwas mitzunehmen. Man droht auf diesen drei Punkten sitzen zu bleiben, weil Philipp hier auch frei schalten und walten kann. Zumindest fiel aber die königsblaue Mannschaft nicht auseinander. Das ist wieder Benito Rahman, der beste Schalker, wird da nicht wirklich angegriffen. Und nochmal ein Hoffnungsschimmer. 2:3. Da stimmte nichts beim VfL Wolfsburg. Lacroix macht lieber die Mitte zu, als drauf zu gehen. Baku läuft wieder nur hinterher. Doch wieder der VfL. Sie spielten risikoreicher, das wurde hinten bestraft. Aber vorne wurde es eben auch belohnt. Josip Brekalo mit der Entscheidung in der 84. Spielminute. Macht hier alles klar in der Felddienstarena, weil Schalke das Ding nicht geklärt bekommt. Und die nächste Niederlage hinnehmen muss. Es geht also weiter mit der Misere beim FC Schalke 04. Der VfL Wolfsburg hingegen bleibt ungeschlagen und hat mittlerweile eine richtig positive Serie am Start. Für den VfB Stuttgart war es ärgerlich, gegen Frankfurt 2:0 zu führen, aber am Ende nur ein 2:2 bei rauszubekommen. Aber das ist für eine junge Truppe doch immer noch mal mit eingerechnet gegen Hoffenheim. Aber verschliefen sie den Start komplett. 14. Minute, Joao Klaus wird da gut freigespielt. Der VfB Stuttgart mit seiner Dreierkette läuft in diesem Fall erstmal nur hinterher. Und Hoffenheim hatte hier offensiv richtig was zu bieten. Nach wirklich gutem Saisonstart, jetzt schlecht weiter fortgeführt, sah das hier aus, als hätten sie nie ein Spiel anders bestritten. 26. Minute, das ist wirklich Fußball vom allerfeinsten Regal. Florian Grillitsch muss nur noch den Fuß hinhalten, wird da super freigespielt und für Kobel ist da nichts mehr zu machen. Der VfB Stuttgart hier doch qualitativ mächtig unterlegen, kam nicht so ganz klar mit der Offensivkraft der Elf von Sebastian Hoeneß. Grillitsch zu Samaseko, 3:0 nach 35 Minuten, ein ganz übler Auftritt bis dato von den Schwaben, die hier erstmal wieder Lehrgeld bezahlen mussten. Da knüpften sie, wie gesagt, eher an die zweite Hälfte gegen Frankfurt an. Somit musste man einige Diskussionen führen. Nach vorne von Castro und Gonzalez sehr wenig zu sehen. Der VfB Stuttgart jetzt im zweiten Durchgang deswegen eher auf Schadensbegrenzung aus. Aber den ein oder anderen Schritt wagten sie nach vorne. Gab dann Platz für Hoffenheim. Ilas Bebu, Samaseku muss es hier eigentlich machen. Karazor klärt es dann. Trotzdem, das war kein guter Tag für den VfB Stuttgart. Es passiert im zweiten Durchgang zumindest nicht mehr viel. Gab dann auch nur eine Minute Nachspielzeit. Sagis Adamian kommt nochmal zum Abschluss. Dann war auch Feierabend. Blieb beim 3:0 noch einigermaßen glimpflich für den VfB Stuttgart. Für Hoffenheim ist es nach langer Negativserie endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis und vollkommen verdient gewinnen sie hier am Samstagnachmittag mit 3:0.
Borussia Mönchengladbach konnte sich jetzt erholen in der Länderspielpause. Das 4:3 gegen Leverkusen, das kostete Kraft. Am Ende stand man mit leeren Händen da. Der FC Augsburg aber auch nach guten Saisonstart mittlerweile im Tabellenmittelfeld angelangt. Die Fohlen-Elf hier machte es den Fuggerstädtern vor, wie es gehen kann, wie es kann soll. Sechste Minute, Lars Stindl mit dem 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Da hat Augsburg eigentlich genug Mannen versammelt im eigenen 16er, aber ist doch immer einen Schritt zu spät und vielleicht auch einen Gedankengang zu langsam. Und Gladbach konnte in der Anfangsphase insbesondere richtig überzeugen. Etwas mehr als 10 Minuten erst gespielt. Augsburg musste aufpassen, dass das hier nicht komplett in die Hose geht. Das hat man in der jüngeren Vergangenheit hier in Gladbach auch durchaus mal gesehen, dass man schon alleine in der Anfangsphase komplett untergegangen ist. Hier hatte Rafael Gikiewicz aber noch etwas dazwischen. Von Augsburg nach vorne nicht zu sehen. Gladbach dominierte die erste Halbzeit, aber stand eben auch nur 1:0. Stindl gegen Udokai Gumni und Udokai bringen sich da gegenseitig in Bedrängnis. Dann steht aber Lars Stindl im Abseits hier. Muss er eigentlich wegbleiben, dann ist das für einen Thüram eine überragend große Möglichkeit. Aber so schnell muss man dann auch erstmal schalten. 1:0, also nach 45 Minuten vollkommen verdient. Aber es fehlte eben noch der zweite Treffer vom FC Augsburg. Aber sah man dann auch im zweiten Durchgang nach vorne eigentlich nichts. Das ist wieder Borussia Mönchengladbach auf der Suche nach dem vorentscheidenden 2:0. Bensebaini, Markus Thüram, was für ein Pass, was für eine Übersicht. Und Breel Embolo in der 62. Minute mit dem 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Und ja, eben, das war der vorentscheidende Treffer. Der FC Augsburg konnte hier qualitativ einfach nicht mithalten, auch taktisch eher überrannt worden, wie schon zuletzt beim 0:3 gegen die Hertha. Es blieb dann bei diesem souveränen 2:0. Der Gladbacher Brill Donald Embolo kann sich auch mal wieder über ein Tor freuen. Und so geht dieses Ergebnis im Borussia-Park vollkommen in Ordnung, hätte sogar noch höher ausgehen können. Gladbach gewinnt mit 2:0 gegen den FCA. Dass der FC Bayern München haushoher Favorit gegen den SV Werder Bremen ist, das muss man sicherlich niemandem erzählen, aber Werder Bremen immerhin auch seit dem ersten Spieltag ungeschlagen, auswärts noch ohne eine Niederlage. Gegen den FC Bayern München wurde es jetzt aber logischerweise eine ganz andere Herausforderung. Die Bayern mussten eben auf Kimmich verzichten und dennoch konnte sich das auch in der Zentrale des Mittelfelds sehen lassen. Goretzka und Tolisso heute dort in der Doppel-6 aufgestellt. Die erste Möglichkeit hier von Pavlenka noch pariert. Auch der brauchte heute logischerweise einen überragenden Tag, dass hier was möglich ist. Und Bremen machte das gut. Nach vorne kamen sie nicht wirklich, aber sie hielten Bayern vom eigenen Kasten fern. Goretzka jetzt mal geht da in den Strafraum. Das darf so einfach natürlich nicht passieren. Und es kommt, wie es kommen musste. Niklas Moisander vollkommen ungestüm. Sieht noch die gelbe Karte für dieses Foul. Elfmeter für den FC Bayern München. So sollte man sich im Strafraum natürlich nicht anstellen. Vor allem, wenn der Gegner mit dem Rücken zum Tor steht. Die Möglichkeit für Robert Lewandowski. Lewandowski gegen Pavlenka. Aber er trifft nur das Aluminium. Passend zum Tag der Münchner. Die Abschlüsse, sie saßen einfach nicht. Bis dahin 0:0 nach 45 Minuten, aber eben ja noch genug Zeit, das Ganze zu korrigieren. Der zweite Durchgang aber von Langeweile geprägt. Kaum Tormöglichkeiten. Jetzt mal ein Kopfball, der aber von Riegmann geklärt werden konnte. Der junge Innenverteidiger durfte heute nach Einwechslung auch mal ran. Große Ehre hier in der Allianz Arena, vor allem bei diesem Ergebnis, das wäre ja respektabel. Trotzdem die Bayern nochmal. Lewandowski zu Douglas Costa. Douglas Costa! Was für eine Möglichkeit in der 89. Minute, das muss es doch sein. Es wäre
logischerweise auch komplett verdient gewesen. Aber die Bayern schafften es nicht, an Pavlenka vorbeizukommen. Letzte Minute der Nachspielzeit. Nochmal eine Ecke. Aber von Bittencourt am ersten Pfosten geklärt. Osako drischt den Ball nach vorne. Sah zu Marc Rocca, Martinez und dann war's das. Es blieb tatsächlich beim 0:0 ein Rückschlag für den FC Bayern. Sicherlich kein Weltuntergang, aber das bedeutet für den SV Werder Bremen eine richtig breite Brust für die weitere Hinrunde. Eintracht Frankfurt zeigt zu oft zwei verschiedene Gesichter gegen den VfB Stuttgart. Wachte man erst in der zweiten Hälfte auf, auch durch Umstellungen in der Aufstellung konnte man sich da einen verdienten Punkt aus dem Schwabenland mitholen. Gegen Leipzig reichten aber nicht gute 45 Minuten, man musste 90 Minuten wach sein. Die Anfangsphase aber eher wieder auf Seiten der Leipziger, Emil Forsberg, ansatzlos. Und für Kevin Trapp eine gute Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Den pariert er recht stark. Aber auch Frankfurt in der Anfangsphase sehr aktiv nach vorne. Ayman Barkok heute in der Startaufstellung. Da hatten viele Frankfurter Fans drauf gewartet. Vor allem aber auch auf ihn. Filip Kostić. Endlich wieder in der Startaufstellung dabei. War ja auch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Hier der Kopfball von Gulaschi dann rausgekratzt. War ein richtig unterhaltsames Fußballspiel. Es gab Möglichkeiten hüben wie drüben. Jetzt wieder RB Leipzig. Diesmal über die rechte Seite mit Benjamin Henrichs. Haidara in der Mitte, sieht da Sabitzer. Kevin Kampel, Forsberg. Und das muss es mittlerweile auch mal sein. 21. Minute, solche Möglichkeiten en masse auszulassen, ist auch nicht das, was man sich wünscht. Nagelsmann an der Linie sicherlich rauft sich die Haare. Jetzt aber. Paulsen mit dem 1:0 ging nach 31 Minuten auch so in Ordnung. Wenn Forsberg die Dinger nicht macht, dann denkt sich Paulsen, mache ich das halt. Die Führung für die Gäste hatte dann auch erstmal bis zur 45. Minute Bestand. Aber Frankfurt machte das nicht schlecht, hatte etwas weniger Möglichkeiten, aber es war nicht so, dass die Frankfurter hier chancenlos waren und sie zeigten eben auch, dass sie im zweiten Durchgang immer noch mal zurückkommen können. Aber RB Leipzig lässt sich die Punkte auch nicht so leicht abnehmen. Nkunku, Sabitzer, da wird der Winkel zu spitz, sodass Kevin Trapp in der besseren Position ist, auch etwas Glück hat, dass er da nicht getunnelt wird. Mit der Wade zum Eckball klärt. Aus dem resultierte dann nichts. Jetzt wieder mal Frankfurt. Hatte etwas länger gedauert, bis sie sich wieder mal nach vorne meldeten. Touré läuft eigentlich in die falsche Richtung, sieht dann aber Chor. Bastos zu Ayman Barkok. Natürlich Ayman Barkok. Und natürlich André Silva. Ausgleich in der 67. Minute. Diese Kombination Barkok-Silva, die macht den Frankfurtern momentan richtig Spaß. Und das beweist mal wieder, warum, was für ein platzierter Flachschuss da ist, für Gulaschi gar nichts mehr zu machen. Für Frankfurt ginge dieses 1:1 wohl erstmal so in Ordnung. Es kam auch nicht mehr viel nach dem 1:1. Leipzig nochmal. Sabitzer eine Viertelstunde vor dem Ende scheitert ein weiteres Mal an Kevin Trapp, der hier das 1:1 festhalten konnte und auch das Endergebnis damit manifestierte. Es blieb beim 1:1 für Leipzig im Kampf um die Tabellenspitze sicherlich etwas zu wenig. Für Frankfurt ist es sicherlich in Ordnung. Die Hertha konnte sich zuletzt immerhin mal wieder stabilisieren, holte 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Der BVB spielt eine sehr gute Saison, aber noch keine überragende, verlor knapp mit 2:3 gegen die Bayern vor der Länderspielpause. Und jetzt gegen die Hertha wollte man eben wieder anknüpfen an die noch besseren Resultate und Erling Haaland konnte das auch erstmal bewerkstelligen. 7. Minute, 1:0 für die Gäste,
ganz sanft vorbeigestreichelt der Ball an dem herauseilenden Alexander Schwolo, der die Fußspitze nicht mehr ranbekommt. Die Hertha nach vorne aber doch etwas unkreativ. Sie versuchten es zwar, bekamen aber keine Tormöglichkeiten zustande. Jetzt mal Sancho, der da nicht durchkommt. Witzel behauptet sich aber. Diesmal Schwolo mit der Parade, kann den Ball sogar festhalten. Es war eine Partie am Samstagabend, die nicht so richtig viel zu bieten hatte. Ein frühes Tor und dann doch recht viel Leerlauf. Das sollte im zweiten Durchgang besser werden. Vor allem wollte die Hertha jetzt auch so langsam mal ausgleichen. Stunde mittlerweile gespielt. Gendouzi hat den Ball am Fuß, sieht Niklas Stark, Córdoba, Gendouzi. Das war doch mal ein konstruktiver Angriffsversuch und so viel fehlte dann nicht mehr. Knapp vorbei am Tor von Roman Bürki. Der BVB schafft es aber weitestgehend, die Härte vom eigenen Tor fernzuhalten und mit Nadelstichen nach vorne dann vielleicht in der 65. Minute schon alles klar zu machen. Erling Haaland, Doppelpack mit dem 0:2. Ein wuchtiger Schuss, der für Schwolo trotz zentraler Platzierung nicht zu halten ist. Der hatte richtig Wucht und fast wäre Schwolo sogar noch dran gewesen. 0:2, wir springen schon in die Schlussphase. Die Hertha wehrte sich nochmal. Dodi Lukebakio quergelegt. Niklas Stark, ja, der war jetzt auch nur noch vorne zu finden. In der 88. Minute macht er dann noch das 1:2 und jetzt vielleicht doch nochmal Hoffnung für die Hertha, um einen Punkt hier mitzunehmen. Quergelegt und dann aus Elfmetern vorbei an Roman Bürki. Es blieb aber bei diesem 1:2. Die Hertha konnte nicht mehr ausgleichen. Dortmund verteidigte den Rest ohne eine Möglichkeit zuzulassen. Knappes, aber verdientes Resultat für die Gäste und damit bauen sie eben weiter Druck auf die Tabellenspitze. Der SC Freiburg mittlerweile auch relativ weit unten angelangt, doch der erste FSV Mainz 05 dümpelt noch ohne Sieg mit einem Punkt nach 7 Spielen auf Platz 18, also Alarmstufe Rot bei Mainz 05 gegen Freiburg. Sollte es dann ja zum ersten Sieg reichen, aber da wartet man eben seit 7 Spielen drauf. Wo soll da das Selbstvertrauen herkommen? Vielleicht aus dem 2:2 zuletzt gegen den FC Schalke 04, wo man aber aus dem Spiel heraus keinen Treffer erzielen konnte. 2 Elfmeter mussten da herhalten und hier war man dann auch in der Defensive erstmal gefordert. Freiburg machte nach vorne gut Druck. Es ist ja nicht korrekt, hier unbedingt von Favoritenposition zu sprechen, aber Mainz wirkt in dieser Saison doch tatsächlich in jeder Partie erstmal wie der Außenseiter. Aber sie kam dann auch zu ersten Tormöglichkeiten. 22. Minute, Fernandes testet da Florian Müller, den kennt man ja noch beim ersten FSV Mainz 05, erst vor dieser Saison von Mainz zu Freiburg gewechselt. Der anschließende Eckstoß reingetreten, nicht so schlecht. Dann hat Freiburg Probleme, es zu klären. Mainz bleibt gut drauf. Pierre Kunde ersetzt den jetzt schon gelb gesperrten Dani Latzer. Und da kommt eine gute Möglichkeit bei rum. Jean-Philippe Mateta in der Mitte steigt da am höchsten, macht da gut. Tolle Reaktion, dann aber auch vom Ex-Mainzer Florian Müller. Mittlerweile Mainz sogar die bessere Mannschaft, aber es fehlte eben der Treffer. Vielleicht noch vor der Pause, Nachspielzeit bereits angebrochen. Mateta, schönes Auge für Pierre Kunde. Aber wieder Florian Müller. Pierre Kunde, wie gesagt, der Dani Latzer vertrat, der nach 7 Spielen 5 gelbe Karten gesehen hat und dementsprechend heute fehlte. Vielleicht auch sinnbildlich etwas für die Saison beim ersten FSV Mainz 05. 0:0 nach 45 Minuten also. Mainz machte es weiterhin gut und Freiburg, sie kam nicht zurecht mit der Spielweise der Mainzer. Barrero Martins schließt ab, Lienhardt dazwischen, Mateta
Der hatte oft seinen Kopf noch hier mit dem Spiel, aber auch immer noch nicht von Erfolg gekrönt. Hier wird dann noch von Philipp Lienhardt etwas gestört. Der Ball dann ja relativ deutlich über den Kasten hinweg. Wenn, dann brachte sich Mainz selbst mal in Schwierigkeiten. Freiburg mit dem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Santa Maria zu Höhler. Santa Maria! Das kann es dann auch gerne mal sein. Kommt er sehr, sehr, sehr zentral, sehr freistehend zum Abschluss. Aber Robin Zentner hatte hier auch keinen schlechten Tag erwischt, muss den Ball dann auch halten. Wir blicken auf den anschließenden Eckstoß. 69 Minuten von der Uhr, auf den ersten Pfosten getreten. Da kommt Vincenzo Grifo angeflogen, der normalerweise für diese Standardsituation zuständig ist. Hier trifft er per Kopf das Außennetz. Nachspielzeit. Der Lucky Punch vielleicht für den SC Freiburg. Roland Salai mit der Hacke zu Santa Maria. Mainz sieht aus wie ein Hühnerhaufen. Ein aufgescheuchter Jonathan Schmid scheitert aber an Robin Zentner. Am Ende raus wurde es nochmal eng für die Mainzer. Jetzt holen sie sich einen Punkt. 0 zu 0 in Freiburg ist nicht schlecht, aber über die 90 Minuten gesehen wäre auch mehr drin gewesen. Was der erste FC Köln gegen den SV Werder Bremen ablieferte, wirkte doch schon sehr ideenlos. Und wie man da Tore erzielen will aus eigener Kraft, das fällt einem doch momentan etwas schwer, diese Fantasie aufzubringen. Union Berlin ist spielerisch momentan auf dem Höhepunkt seines Schaffens vielleicht. Vor allem mit Max Kruse wird da gut angetrieben. Das ist wieder Max Kruse. Christian Gentner steckt durch. Und es ist natürlich Max Kruse. 27. Minute, das 1 zu 0 für die Gäste, die vor der Länderspielpause Bielefeld mit 5 zu 0 aus der Alten Försterei wieder nach Ostwestfalen schickte. Ja, und die Geißböcke, sie wirkten ähnlich desillusioniert, brachten nicht wirklich viel nach vorne. Über eine halbe Stunde gespielt, der erste FC Union Berlin, die klar und deutlich bessere Mannschaft. Kruse, schöner Pass, etwas zu steil für Andrich, der legt aber nochmal zurück. Und der Kaki Gogia kommt auch zum Abschluss. Dann macht es aber Timo Horn gut, der noch gegen Bremen ausgewechselt werden musste, war jetzt wieder dabei. Die Länderspielpause konnte er nutzen, um sich zu erholen. Vielleicht die Geißböcke jetzt auch mal mit einer Tormöglichkeit. Sebastian Andersson. Es dauerte 45 bzw. sogar knapp über 45 Minuten, bis Lute das erste Mal eingreifen musste. Er ist dann hellwach und macht das auch gut. 0 zu 1 nach 45 Minuten. Die Geißböcke wieder mit einem Rückstand und der muss dann auch erstmal wieder aufgeholt werden. Aber Union Berlin machte das in der Defensive weitestgehend ganz gut. Jetzt aber mal wieder durch eine individuelle Situation eine Tormöglichkeit. Aber spielerisch ging beim ersten FC Köln eben auch zu wenig. Union Berlin musste jetzt aber aufpassen, dass ihnen das Ganze hier nicht entgleiten würde. Dann kamen sie selber aber noch mal nach vorne, 20 Minuten vor dem Ende. Lenz quergelegt, Gentner, Kruse, Andrich, Kruse. Sehr schnell und stringent gespielt, am Ende nicht von Erfolg gekrönt, aber es sollte nichts mehr machen. Es blieb nämlich bei diesem knappen 1:0. Max Kruse, der Torschütze des Tages, bringt hier die nächsten 3 Punkte für Union Berlin, die mittlerweile wirklich auf überragendem Kurs unterwegs sind, und Köln besorgniserregend. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut noch bei der Konferenz vorbei. Ist in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.